Wir zeigen euch heute den Unterschied zwischen Langwaffen und Kurzwaffen und wie unterschiedlich sie wirken. Wir werden all die Waffen, die hier liegen, heute noch schießen. Wir erklären euch in dem Video, welche Widerstandsklasse die richtige für eure Bedürfnisse sein könnte. Die geringste, das ist BR1, entspricht einer .22 Long Rifle. Das ist einer der wenigen, die wir heute nicht dabei haben. Geht weiter über die Widerstandsklasse BR2, das sind 9 mm. Widerstandsklasse BR3 wäre dann die Magnum 357. Geht weiter bis zur Magnum 44. Das sind die Faustfeuerwaffen. Und das ist die Widerstandsklasse BR4. Dann kommen die Langwaffen. Das ist eine ganz andere Welt. Hier die Widerstandsklasse BR5 mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm. Dann nochmal eins höher, die Widerstandsklasse BR6. In dem Fall das NATO-Gewehr G3 mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm. Das Ganze hier als Hartkernmunition entspricht der Widerstandsklasse BR7. Das ist dann die höchste. Und wir haben noch was dabei, was richtig knallt. Ein Shotgun. Das entspricht der Widerstandsklasse SG1 und SG2. Hier mit der Munition 1270. Werden wir auch gleich schießen. Und hier haben wir noch zwei Besonderheiten. Die kommen in der Norm nicht vor. Die sind aber wichtig. Die Kalaschnikow AK-47, hier mit dem Kaliber 7,62 x 39 mm. Und hier haben wir noch ein Snipergewehr mit dem Kaliber 338 Magnum. Da könnt ihr euch auf was freuen. Das knallt ganz gewaltig. Aber jetzt das Allerwichtigste. Wir haben die zwei Experten hier. Und ich bin super, super froh, dass ein alter Freund Frank hier ist. Ja, zu meiner Person. Ich bin seit 22 Jahren mit den Waffen und mit Schießen und mit Ausbildung unterwegs. Habe viele Jahre im zivilen Bereich gearbeitet, aber auch bei Behörden, unter anderem halt auch für sehr viele Spezialeinheiten in Deutschland, Europa, unter anderem aber auch in Übersee. Also, ein echter Profi. Und Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. Thomas hat uns all die wunderbaren Waffen hier mitgebracht. Thomas ist Inhaber der Firma Schmeisser und produziert Gewehre wie beispielsweise dieses. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Thomas Hoff, ich bin Inhaber der Firma Schmeisser und seit über 25 Jahren genau in diesem Metier tätig. Wir haben in Krefeld eine schöne Firma, wo unter anderem diese M4s A15 hergestellt werden für den Zivilmarkt, natürlich auch für den interessierten Behördenmarkt. Wir werden all die Waffen schießen. Ihr könnt euch auf was freuen. Mit welcher Waffe fangen wir an? Ja, wir fangen mit der Glock 17 an. Das ist eine Pistole, genau, kannst du gerne mal aufnehmen, die einen Kaliber in 9 mm verwendet, also 9x19 oder 9 Para. Das ist eigentlich die übliche Polizeimunition, die so auch hier in Deutschland und in Europa verwendet wird. Die Amerikaner verwenden in der Zwischenzeit auch fast ausschließlich 9 mm, außer wenigen Einheiten, die halt Kaliber 40 S&W verwenden. Okay, um euch die Wirkungsweise zu zeigen, haben wir uns heute für Melonen entschieden. Ich würde mal meine Waffe nehmen. Okay. Das Geschoss ist hier mit um die 350 Meter pro Sekunde eingetreten und hat die Melone ordentlich auseinandergedrückt. In der zweiten sehen wir auch noch einen heftigen Einschuss. Einschuss, Ausschuss hier unten. Hier könnt ihr mal gucken, hier ist das Projektil wieder rausgekommen. Dann sehen wir hier in die dritte Melone geht es hier rein und da geht es wieder raus. So, die vierte. Einschuss. Ja, und sie hat auch schon nicht mehr diese Energie. Ne? Die Melone hat es auch noch nicht so mehr auseinandergedrückt. Also da ist schon viel Energie verloren gegangen. Man sieht hier übrigens ganz schön, dass der Einschuss kleiner ist,
Als der Austritt? Fünfte, ein Schuss und auch ein Ausschuss. Ja. Hier geht's raus. Die Löcher werden auch immer kleiner. Krass. Wir haben schon 5 Melonen durchschlagen. Ja. Das ist die 6. Hier könnt ihr sehen, geht's rein. Aber kein Ausschuss. Nicht mehr raus. Das heißt, das Projektil steckt irgendwo hier drin. Also wir haben schon eine ordentliche Durchschlagskraft mit einer 9 mm Vollmantel. Da steckt halt schon ein wenig Energie hinter. Wir legen hier vorne eine frische Melone hin. Warum? Ich würde schon sehr gerne sehen, was bei der ersten Melone passiert. Und bei den anderen Melonen sehen wir ganz einfach die Durchschlagskraft. Die nächste Widerstandsklasse ist die BR3. Ja. Ist hier das Kaliber Magnum 357. Genau. Wir haben uns gerade entschieden, wir lassen die weg. Wir haben einfach zu wenig Melonen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir mit der 9 mm schon durch 6 Melonen durchschießen. Das heißt, wir gehen gleich eins höher. Das ist die Widerstandsklasse BR4. Ein Knaller, die Magnum 44. So, Frank, der Rückstoß von der 44er Magnum im Vergleich zur 9 mm, wie viel stärker ist der? Wir haben dort ungefähr 450 Joule, je nach Patrone. Wir haben bei der 44 Magnum geht die Energie bis auf 1200 Joule hoch. Gefühlt in der Hand ist es deutlich das Doppelte. Und hier hast du gesagt, die 9 mm hat eine Geschossgeschwindigkeit von? 350 Meter pro Sekunde. Hier liegen wir bei um die 450 Meter pro Sekunde. Wir schauen mal, was die Melone so sagt. Genau. Also wir können ja schon mal sehen, die erste ist wieder ordentlich auseinandergeflogen. Sie hat sich zerlegt in ihre Bestandteile. Also die ist auch kaputt. Da können wir nichts mehr mit anfangen. Die nächste hat hier auch einen deutlichen Einschuss. Ich glaube, wir können mehrere überspringen. Wir sehen hier, wir können mal zeigen, die Zerstörungskraft ist schon gewaltiger als bei der 9 mm, das ist der Austritt. Ja. Das ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, die es hier schon ordentlich zerfetzt hat. Ich muss dabei beachten, wir haben eine höhere Geschwindigkeit und ein viel schwereres Geschoss. Das führt einfach zu einer höheren Zerstörung. Hier ist auch noch einer drin. Da ist er reingegangen. Siehst du einen Austritt? Ja. Da ist auch noch ein Austritt. Wir halten das mal in die Kamera, guck mal her. Seht ihr den Austritt hier? Ja. Wird schon ein bisschen kleiner. Ja. Jetzt die vorletzte Melone, Eintritt. Und hier auch wieder ein Austritt. Ja. Und bei der letzten Melone auch Eintritt und Austritt. Durch alle Melonen durchgegangen und dann immer noch so ein paar Millimeter hier in die Holzplatte gedrückt. Ja. Die sind zwei Platten, etwa 2 cm, also insgesamt 4 cm dick. Immer noch eine gefährliche Sache. Immer noch eine gefährliche Sache, möchte man auch nicht wirklich abbekommen. Boom! Also ich muss sagen, habe ich ziemlich gespürt hier. Im Vergleich zu 9 mm krasser Unterschied. Jetzt wollen wir zu den Langwaffen gehen. Genau. Ja, hier haben wir ein AR-15 oder ein M4. Kennst ja auch als in der Art M16 von der Funktionsweise her. Und haben Kaliber hier 223 bzw. 5,56. Eine Einsatzentfernung, wo ich einen präzisen Schuss noch mit gut sicher abgeben kann, würde ich so um die 300 Meter einschätzen. Der Gefahrenbereich, in den so ein Geschoss fliegen kann, wenn es in einem idealen Winkel abgeschossen wird, um die 4 Kilometer. Aber dann auch immer noch tödlich. Okay, wir wollten die Waffe eigentlich schießen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir schon mit der 44er Magnum die Melonen derart malträtieren. Wir müssen ein bisschen Melonen sparen. Das heißt, wir lassen die hier aus und gehen gleich aufs Kaliber 7,62x51. Genau, auch hier eine Steigerung der Energie, was sich dann ja auch widerspiegelt in den Schutzklassen, die du angesprochen hast. Präziser Schuss, wenn wir von einer letalen Fläche ausgehen, um die 500, 600 Meter. Schauen wir, was passiert. Ja, ich glaube, Frank, die Melonen brauchen wir hier gar nicht zählen. Nee. Ich glaube, wir können gleich mal gucken. Ja. In die Holzplatte. Der Ausschuss, die ist abgelenkt worden.
Ja, das Geschoss hat sich hier wahrscheinlich ablenken lassen. Wir haben hier an der Stelle nur den Ausschuss von der 44er. Hier ist die 44er, da ist die 44er auch noch. Da ist auch nur ein Ausschuss, da sind zwei. Das heißt, das Projektil hat während der Flugbahn die Richtung geändert? Ja, durch. Und ist uns hier zur Seite rausgegangen? Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also wir werden den Versuch gleich nochmal wiederholen und dann gucken wir, was passiert. Ja, probieren wir es nochmal. Zweiter Versuch. Augen, Ohren. Tja, ein Treffer war es. Kein Austritt, ist wieder abgelenkt worden. Ja, dann geben wir noch einen Schuss direkt auf die Holzplatte, um zu sehen, wie die Austrittsöffnung aussieht, oder? Ja. Ich glaube, man sieht es aufgrund der Gewalt. Das Kaliber 7.62x51, ganz andere Hausnummer. Wirkungsweise und Reichweite nicht vergleichbar mit Faustfeuerwaffen. Genau. Starten wir den dritten Versuch. Das heißt, wir schießen jetzt direkt auf die Holzplatte, wir lassen die Melonen weg. Uns hat es das jetzt zweimal so stark abgelenkt. Oh, habe ich doch eine Melone getroffen. Ja, schauen wir mal. Also hier haben wir jetzt einen sehr deutlichen Austritt. Was wir hier sehr schön sehen können, das Geschoss hat sich überschlagen. Ich habe die Oberkante der einen Melone getroffen. Dadurch hat sich das Geschoss überschlagen und ist quer in die Holzwand eingetreten. Trotz quer eingeschlagenes Geschoss haben wir hinten einen enormen Ausschuss. Also die Energie reicht locker aus für eine Holzwand. Das ist halt Mythos und Realität. Dahinter brauche ich mich nicht verstecken. Also, was machen wir jetzt, Frank? Ja, wir machen jetzt zwei Schüsse mit der 7.62x39, der klassischen AK-47-Patrone. Und werden einen nochmal durch die Melone geben und einen direkt durch die Wand hin. Und das machen wir dann mit der nächsten Waffe genauso? Wenn dann von den Melonen noch was übrig ist, dann können wir das tun. Okay, gut, wir legen los. Ja. Also ähnlich wie bei der 308 haben wir eine Ablenkung des Geschosses hier in das Holz rein. Also hier haben wir nur noch Splitter von dem Geschoss, was in das Holz reingegangen ist. Und einen ganz schönen Melonensalat haben wir hier. Hä? Und den Austritt? Haben wir hier. War halt ein gerader Beschuss. Man sieht hier von der Eintrittsöffnung, es ist nur ein kleines Loch. Und aber hier zerlegt sich jetzt schon etwas mehr. Dadurch, dass das Geschoss oben sich überschlagen hat, ist natürlich hier das Loch, die Zerstörung viel größer. Okay, gefährliche Waffe, weit verbreitete Waffe. Aber wir müssen hier noch was ganz Wichtiges erklären. Die AK-47 kommt in der europäischen Norm für schusssichere Materialien, also Glas oder Fenster, nicht vor. Ist aber die weit verbreitetste Waffe der Welt und ziemlich gefährlich, wie wir gesehen haben. Also wir haben hier sehr häufig Munition, die aus sehr alten Beständen sind, teilweise aus den Beständen noch der Warschauer Vertragsstaaten. Das ist ein Eisenkern, der ganz einfach hier sich aus diesem gesamten Geschoss rausdrückt, wenn er auf ein Ziel trifft und dann nur dieser kleine Kern mit einem niedrigen Querschnitt das Ziel durchschlägt. Jetzt haben wir im Gegensatz zu dieser, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Standardmunition, aber mit einem harten Kern. Das, was wir als Hartkern bezeichnen oder als AP für Armor Piercing und das wiederum unterliegt? Dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Das können wir leider heute nicht schießen, weil diese Munition unterliegt halt bestimmten Gesetzmäßigkeiten und die dürfen wir nicht mehr handhaben. Wo ordnet sich jetzt die Kalaschnikow in etwa ein, wenn wir wieder zurück an die Norm denken? Da kann man, wenn es ums Glas geht, in etwa wie folgt abschätzen. Wenn es die Standardmunition der ehemaligen Warschauer Paktstaaten ist, dann wird sie irgendwo dazwischen liegen. Zwischen BR5 und BR6 also liegen. Und wenn wir echte Hartkernmunition oder AP-Munition schießen, sind wir hier ungefähr, zumindest im Nahdistanzbereich, 100 Meter. Das geht dann Richtung die höchste Widerstandsklasse BR7. Hartkerngeschoss. Ja. Jetzt hast du noch was. Ja, wir haben hier noch einmal eine Flinte, eine halbautomatische Flinte, die unterschiedlichste Patronen verschießen kann. Also wir haben hier Flintenlaufgeschosse dabei, wo ein großes Geschoss durch den Lauf ver
verschossen werden kann. Wir haben aber auch hier Buckshot dabei, da sind also 9 mm Geschosse drin und die können halt auch eine sehr große Wirkung haben. Ja. Das heißt, man kann sagen eigentlich, ich meine, das ist keine Jagdflinte, aber die Munition kann man auch aus einer Jagdflinte verschießen? Das ist korrekt, ja, genau. Wenn ich Kaninchen jage, dann wird es wahrscheinlich eher Schrot sein? Wird es eher Schrot sein. Also ich habe gerade so überlegt, was du in der Hand hast. Für ein Kaninchen nicht so geeignet. Na, da bleibt nicht viel übrig. Nein, und das wollen wir nicht. Okay, jetzt wird es nochmal richtig heftig. Wir schießen eine Flinte mit dem Geschoss 1270. Das ist in der Norm für schusssicheres Glas oder schusssichere Fenster die Widerstandsklasse SG1, wenn man einmal drauf schießt, und die Widerstandsklasse SG2, wenn man dreimal drauf schießt. Ich setze schon mal meine Ohrenschützer auf. Ja, ich kann die gleich laden. Die einzige Korrektur, die ich machen muss, ist 1276, ist tatsächlich nochmal eine Nummer stärker. Ein bisschen heftiger also als in der Norm. Als die 1270. Wir werden gleich sehen, die Wirkung von diesen Flintenlaufgeschossen, die eben halt auch bei der Jagd verwendet werden. Frank, wo ist die Melone? Die Melone ist weg. Also ihr seht, die enorme Energie des Geschosses ist schwer. Fliegt mit wie vielen Metern in der Sekunde? Also wir haben hier schon über 400 Meter pro Sekunde. Das ist ein jagdliches Geschoss, was deutlich für weitere Entfernungen auch vorgesehen ist. Also selbst bis 100 Meter kann man noch sehr große Wirkung im Ziel erzeugen. Ja. Tja, die Melonen sind leider komplett weg. Ich sehe schon, wir müssen ein bisschen putzen. Und hier haben wir natürlich zwei heftige Löcher. Aber hinten natürlich ein großer Ausschuss. Das Geschoss hat ein bisschen was vom Holz mit rausgerissen. Also passt schon. Jetzt wisst ihr eine ganze Menge über die europäischen Standards für schusssichere Produkte. Aber das ist nicht genug. Ihr müsst natürlich auch über eure ganz persönliche Situation nachdenken. Zum Beispiel, wo ist euer Haus? Oder sitzt ihr zum Beispiel direkt hinterm Fenster oder mit einem deutlich größeren Abstand? Jetzt wollen wir euch zwei unterschiedliche Szenarien demonstrieren. Und wir fangen mal an mit dem Unterschied zwischen Splitterabgang und keinem Splitterabgang. Splitterfrei bedeutet, wenn jemand auf die Glasscheibe schießt, dann gehen dahinter keine Glassplitter ab. Es gibt aber auch Scheiben, die haben einen Splitterabgang auf der zu schützenden Seite, also dort, wo ich dann im Zweifelsfall stehe. Und die abgehenden Glassplitter, die sind ziemlich scharf, wie kleine Messerstückchen. Und die gehen mit einer hohen Geschwindigkeit weg, also mit einer hohen Energie. Die können auch sehr weit fliegen. Die können 10, 20, 30 Meter weit fliegen, sind gefährlich. Frank, du kannst, glaube ich, ein Lied davon singen. Ja, also auf der einen Seite, wir hatten ja gestern hier noch einen Kurs, Carshooting. Und da ist auch durch die Mündung Glas weggedrückt worden, was dann mit einer hohen Geschwindigkeit auch in meine Richtung ging. Zum Glück hatte ich mich ordentlich geschützt. Auf der anderen Seite habe ich schon Leute kennengelernt, die in Kriegseinsätzen durch Glassplitter verletzt wurden, was man auch nicht unterschätzen darf. Okay, los geht's. Sicherheit. Also, wir fangen mal hier bei der ersten Scheibe an. Die hat keinen Splitterabgang, so wie vermutet. Bei der Scheibe haben wir ein bisschen öfter drauf geschossen, hat einen Splitterabgang gekriegt, kein Durchschuss, also der Ballon ist nicht geplatzt, weil ein Projektil durchgegangen ist, sondern weil von der Rückseite sich eben die Glassplitter gelöst haben. Könnt ihr gerne mal gucken. Ja. Hier möchte ich mich nur nicht schneiden. Nein. Also wir haben hier auch 4 unterschiedliche Einschusslöcher, was natürlich sehr viel Glas auch weggedrückt hat. Ne? Ja, und die Energie, die hier weggeht, die darf man eben nicht unterschätzen. Im Zweifelsfall, wenn ich Wohnsituationen oder Bürosituationen habe, wo ich dicht hinter der Scheibe sitze, im Zweifelsfall immer Noseball, also splitterfrei. Unabhängig von Splitterabgang oder keinem Splitterabgang möchte ich nur mal klar machen, den Riesenunterschied zwischen Faustfeuerwaffen
und Gewehren. Zum Beispiel wäre das wahnsinnig clever, ein Penthouse abzusichern gegen Faustfeuerwaffen, obwohl das nächste Gebäude 50 oder 100 Meter weit weg ist? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Und jetzt zeigen wir euch, warum das so ist. Frank, ja. Du hast gesagt, auf 50 Meter kann man mit der Kurzwaffe noch treffen? Ja, das haut ganz gut hin. Das kriegen wir hin. Da haben wir eine Scheibe vorbereitet. Ja, wir sind jetzt aber, warte mal, komm mal ein Stück zurück. Wir sind jetzt bei 100 Metern. Ich würde es direkt mal probieren. Ui. Wow. Ja, gibt's, die meisten würden bei 50 schon schlucken. Naja, ich probiere. Wir schauen mal. Profis kriegen das hin. Ich glaube, wir lassen Frank mal in Ruhe. Ja, denn okay. Dafür braucht er auch ein Sekündchen. Frank, was für eine Waffe hast du? Glock 17. Hit. Wow. Ich glaube, wir müssen mal gucken gehen, ich fasse es nicht. Also ist alles gut, aber es ist trotzdem 50 mal 50, 100 Meter, ist in Ordnung, damit kann ich gut leben. Ihr könnt mal gucken, man sieht eigentlich ganz schön, also nicht nur den Einschlag, sondern wir sehen auch, dass der nicht mehr sehr heftig ist. Wenn wir sonst mit einer 9 mm schießen, aus sagen wir 10, 20, 30 Meter Entfernung, dann ist das Glas hier komplett zersplittert und malträtiert. Und hier sehen wir, der Impact, der hat deutlich weniger Energie gehabt. Und das ist das, was Frank vorher gesagt hat, das Projektil verliert die Energie über die Distanz und Faustfeuerwaffen 10, 20, 30 Meter bringen wesentlich mehr Energie mit als aus dieser unglaublich sportlichen Distanz, die du da getroffen hast. Aber wir haben noch was vorbereitet. Jetzt kommen wir zum letzten Schuss des Tages. Nochmal ein ganz besonderes Gewehr. Wir machen einen Sniper-Schuss aus langer Distanz. Aber erst nochmal möchte ich sagen, warum machen wir das Ganze hier? Kurzwaffe ist kurze Distanz und Langwaffe ist lange Distanz oder natürlich auch kurze Distanz. Eine Pistole oder ein Revolver ist in der Regel treffsicher 10, 20, 30, 40, vielleicht auch 50 Meter. Ja, 50 ist schon für die meisten schon eine Herausforderung. Und wir haben vorhin den Schuss gesehen von Frank auf 100. Das wird fast keiner schaffen. Es gibt nur ganz wenige Leute in Deutschland, die mit einer Glock 17 auf 100 Meter dieses Ziel treffen könnten. Kennst du noch einen zweiten, der das heute geschafft hätte beim ersten Schuss? Du selber. Ja. Du hast uns noch was ganz Besonderes mitgebracht. Ja, das ist die neue Lux DevDeck, Kaliber 338 Labra Magnum. Und das Besondere ist, es ist wirklich die erste seiner Art. Weil die haben wir am Montag abgeholt vom Beschuss und die ist frisch beschossen worden und wie gesagt, die allererste, die jetzt da ist. Okay, hier zum Vergleich. Also, das ist Kaliber 338 Lapua Magnum. Also metrisch ausgedrückt wären das etwa 8,6 mal 70 mm. Gewaltig. Zum Vergleich, hier ist das Kaliber 7,62 mal 51. Guckt mal, wie klein das im Vergleich dazu aussieht. Die Glasscheibe, die wir dahinter haben, mit einer Distanz von 300 Metern, triffst du aus 300 Meter? Also ich würde die auch auf 600 oder auf 1000 treffen, mit dem Gewehr schon. Okay, die Scheibe ist ausgelegt auf das Kaliber 7,62. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch das Kaliber aushält, wenn du denn triffst. Legen wir los, oder? Legen wir los. Geh in Position. Simone, schau mal, ich muss euch was zeigen. Laurent, der zweite Kameramann, hat gerade die Kamera hinten bei der Glasscheibe angemacht. Und da kommt er. Mit dem Fahrrad. Schuss, ein Treffer, oder? Nichts, Frank. Qualitätsprodukt. Gut, alles gut. Ja. Das war dein Schuss, 300 Meter, erster Schuss, jo. Treffer. Jo. War jetzt keine Überraschung, dass du triffst. Du hast ja auch gesagt. Außer für Frank, ja. Die Scheibe hat nichts, kein Durchschuss, kein Splitterabgang. Die hätte noch ein bisschen mehr ausgehalten. Was schätzt ihr, wie viel Schuss? Ein 2 auf jeden Fall. Und dabei ist die Scheibe auf ein ganz anderes Kaliber ausgelegt, nämlich 7,62 x 51. Geschossen haben wir mit dem größeren Kaliber.
338 Lapua Magnum. Man sieht es auch, die Einwirkung auf die Scheibe ist eine ganz andere. Na, wesentlich mehr Sprünge im Glas als hier bei dem Schuss mit der 9 mm. Ja, wir haben versucht, euch heute zu erklären, was die unterschiedlichen Widerstandsklassen bedeuten. Wir haben versucht, euch die unterschiedlichen Waffen zu zeigen und deren Wirkung. Wir haben auf Wassermelonen geschossen. Wir haben versucht, den Unterschied, den krassen Unterschied zwischen Faustfeuerwaffen und Langwaffen klar zu machen. Wenn ihr wissen wollt, was wir hier sonst noch auf der Shooting Range machen, ich stelle euch die einzelnen Links zu den anderen Videos dann gerne hier rein in die Beschreibung. Und wenn ihr wissen wollt, was wir mit dieser historischen Waffe noch machen, abonniert gern meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.